Monsieur, dames et bienvenue à l'achat de la rabouteuse. Ich habe mir ein Werkzeug gekauft und entsprechend den Anweisungen, die ich bekommen habe, ist es das Ding hier geworden. Das ist eine Rabouteuse, die besteht im Wesentlichen aus einem fassen, wenn das Ding am Strom hängt. Das Kabel ist allerdings hier, sieht man hoffentlich, lose. So, und ich wollte gerne die Rabouteuse in Betrieb nehmen. Dazu mache ich jetzt erstmal das Paket. Absaugadapter ABS für ein großes Absaugdings. Dann gibt es hier noch Scheiße. Diverse andere Adapter, Füße. Einen muss ich gleich schon aufheben. Die Kurbel. Schrauben. Und ein zweites Messer. Ich kann mal das Messer zeigen. Es sind sogar zwei Messer drin. Fettig, daran erkennt man, dass das gutes Werkzeug ist. Ich sehe auch, dass der Stahl irgendwann rostet, das ist nicht schlimm. Ist auch scharf. Wie gesagt, hier sind zwei Ersatzmesser dabei, was ich schon sehr gut finde. Adapter für die Absaugung, die sich hier hinten befindet. Ich habe auch eine entsprechende Absauganlage. Große Absauganlage, das ist eine kleine mobile, weil ich Tischler bin, früher Zimmermann, mittlerweile Tischler. Ich muss mein ganzes Werkzeug per Hand an den ersten Stock tragen können. Das habe ich mit dem Ding auch selbst gemacht, sonst soll ich das als Tischler nicht verwenden. So. Althergebrachte Handwerksordnung und Standesordnung. Hier sind Gummifüße, die muss man noch montieren. Hier ist eine Kurbel. Kommt hier oben hin. Damit stellt man die Höhe ein. Und weil ich das Werkzeug kenne und im Wesentlichen weiß, wie es funktioniert, mache ich jetzt den ersten Funktionstest. So. Ich
circuit breaker, press to reset, just to... Funktioniert, ist ziemlich laut, ich bin erstmal zufrieden, später geht's weiter.